Das ist R2D2 von der Firma Yax Pacific. Alles, was der kann, ist leider nur den Kopf drehen und ein bisschen mit den Gelenken wackeln. Mehr ist da leider nicht drin, beziehungsweise war bisher nicht drin. Denn dann habe ich dieses Buch hier entdeckt. Star Wars spricht wie ein Droide. Der R2D2 Sprachführer. Und hier sieht man unten rechts einen kleinen Soundchip. Hier werden noch einige Sachen erklärt, die Aussprache etc. Und wenn man jetzt hier draufklickt, dann bekommt man 10 verschiedene Sounds von R2D2. Jetzt inzwischen nicht mehr, weil ich habe diesen Soundchip ausgebaut und in diesen Droiden eingebaut. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Hinten sind die 10 Sounds und das ist der Lautsprecher. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann bekomme ich tatsächlich diese 10 Sounds. In meinem R2D2 abgespielt. So, ich habe ihn jetzt mal aufgeschraubt, damit man das Innenleben sehen kann. Und das gestaltet sich folgendermaßen. Hier oben sind drei Knopfzellen drin. Das ist die Platine mit den Chips, darunter eben diese 10 Noppen und das Grüne ist der Lautsprecher. Das Ganze wird festgehalten hier von einem Holzstück mit Kerben, damit es möglichst dicht an der Hülle dran ist und dass man die Noppen auch durchdrücken kann. Einfach draufgesetzt und festgeschraubt und schon piepst R2D2. In diesem Sinne.